Ab morgen können wir David Harbour als Weihnachtsmann, der äußerst brutal unterwegs ist, in den deutschen Kinos erleben. Und damit geht es hier jetzt um Violent Night. Santa Claus macht seinen Job schon ziemlich lange und das merkt man ihm auch an. Statt freudestrahlend durch die Kamine der zu beschenkten Menschen zu gelangen und sich über Aufmerksamkeiten zu freuen, gibt er sich lieber dem Alkohol hin, pinkelt und kotzt von seinem fliegenden Weihnachtsschlitten und versteht selbst so gar nicht, was es mit seiner Magie auf sich hat. Vielleicht wird es auch langsam Zeit, den Beruf an den Nagel zu hängen und das Weihnachtsfest zu sehen als das, was es inzwischen ist. Die Gier nach Konsum und Geld statt Besinnlichkeit und Zwischenmenschlichkeit. Doch als Santa die sehr wohlhabende Familie Lightstone besucht, gerät er in einen Konflikt, als diese von Söldnern am Heiligabend überfallen wird, um an einen Safe zu gelangen. Und so muss Santa sich einer dunklen Vergangenheit besinnen und das wird das Blut nur so sprudeln lassen. Violent Night geht 112 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem morgigen 1. Dezember 2022 in den deutschen Kinos, ist Actionfilm, vielleicht auch ein wenig Thriller und der neue Film von Tommy Wirkola, der unter anderem What Happened to Monday gemacht hat, Dead Snow gemacht hat, Hänsel und Gretel Hexenjäger, kurzum, der weiß, wie es blutig geht, der weiß, wie es düster geht und der Trailer zu Violent Night hat mir richtig Freude gemacht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, diesen Film anzusehen, nur um dann ziemlich enttäuscht zu werden. 112 Minuten, die leider locker eine halbe Stunde zu lang sind, weil dieser Film vollgepackt ist mit Dingen rund um diese Familie Lightstone, mit so eindimensionalen Söldnern, wo man denkt, die sind alle so generisch austauschbar und vor allem so vielen Sequenzen, die weder handlungsführend sind, noch den Film im Kern ausmachen, weil er dann, ich will nicht sagen, brillieren kann, aber am besten ist, wenn er dann wirklich mal die Brutalitätshacke auspackt und einige Dinge zermetzelt werden. Da sind ein paar sehr kreative und ultra brutale Kills dabei, also FSK 16 wird bis zur Grenze ausgereizt bei Violent Night, aber ehe das so wirklich passiert, geht gut locker eine Stunde ins Land und auch die Figur des Santa Claus von David Harbour gespielt. Ich meine, er ist eine coole Socke, hat immer nicht so ein ganz feines Händchen für die richtige Rollenwahl, ist aber teilweise so unsympathisch, dass man eigentlich dieser sehr liebenswerten Figur doch wenigstens ansehen sollte, dass es da irgendetwas gibt und außer die Verbindung zu so einem kleinen Mädchen, die da reingebaut wird, ist es mehr so ein gar nicht mal auf Rache ausseidender Mann, sondern eigentlich einer, der sich die ganze Zeit versteckt und überhaupt raus will aus der ganzen Nummer. Und der Moment, wo das dann kippt und man denkt, okay, jetzt muss etwas passieren, der fühlt sich so schwach dahingeschrieben an, dass es mir immer irgendwie schwer fiel, voll dabei zu sein. Und außer eben diesem sprudelnden Blut, was wirklich hier und da absolut sprudelt und die Kills immer brutaler werden, bleibt dann nicht viel von Violent Night. Und so fühlte sich der Trailer für mich nicht an. Und da muss ich dann sagen, das ist zu wenig. Also da gibt es genug anderes, was ich mir anschauen könnte. Und da bin ich leider doch sehr enttäuscht, zumal ich eben dachte, nach dem Trailer, dass die Tonalität dabei gehalten wird. Reden wir kurz über den Cast. Über David Harbour habe ich schon gesprochen. Vor allem ein, zwei Kampfchoreografien sehen ziemlich gut aus, wenn er irgendwann zu einem Werkzeug greift und sich in einer Scheune versucht, Platz zu verschaffen. Da muss ich sagen, sieht das ganz gut aus. Vor allem so dunkelblutig gehaltene Bilder, wenn dann, weil vorher auch die Action öfter so zerschnitten ist, dass ich dachte, hä, wird das jetzt den ganzen Film so bleiben? Gibt es da wieder Choreografien, die besser ineinander matchen? Wo ich dachte, hä, man kann es doch besser. Warum sehe ich das erst nach einer guten Stunde das erste Mal an dem Film? Und das fand ich wiederum so ein bisschen schade. Er selbst, ja, ich meine, er ist so eine coole Socke und vor allem, wenn er so diesen total faulen, vollen, sattgefressenen, abgenervten Typen gibt, dann nehme ich ihn das ab. Aber dieses Gute in dieser Figur, das hätte man, finde ich, viel besser noch einflechten können, sodass ich irgendwie einen emotionalen Hook kriege, statt einfach nur lachen zu sollen über den Weihnachtsmann, fand ich ehrlich gesagt schade veranlagt. Dann hätten wir die Familie Lightstone, die angeführt von einer reichen Mutter auf einem 300 Millionen Dollar Safe hocken in ihrem Haus, wo so die Charaktere so stark überzeichnet sind, dass es auch anstrengend und sympathisch ist. Die Mutter, vor der die Kinder kuschen und die Enkel so ein bisschen Angst haben. Der eine Enkel ist dann so ein Influencer-Typ, der irgendwie auch total drüber ist. Dann gibt es wieder einen Schauspieler, Schwiegersohn, der sich für den größten Actionstar hält, besonders in Asien. Die Tochter, die vor allem kuscht, der Sohn, der voll Angst hat vor seiner Mutter. Und das führt man dann so Heiligabend zusammen in so ein Patchwork-Familien-Ding, wo man sich denkt, okay, was soll das jetzt? Weil da gibt es keine Figur, die irgendwie genug Raum bekäme, auch wenn man kurz versucht,
versuchten Hintergrund hinein zu transportieren, wo man sich denkt, okay, das interessiert mich jetzt, weil es den Film lang dann kaum wieder eine Rolle spielt. Und dann verwendet man halt nutzlos Lauflänge. Und das ist einer der Gründe, warum sich Violent Night viel zu lang anfühlt. Dann hätten wir John Leguizamo als Scrooge, der hat immer wieder so eine Abziehrolle. Und hier so als Bösewicht, als Söldner-Anführer, also so eine Figur hat man einfach so oft gesehen. Da muss man auch ganz ehrlich bei Violent Night sagen, der Film zitiert immer wieder Kevin Allein zu Haus oder auch Stirb langsam und wird dann auch zu Hommagen daran. Da gibt es eine ultra brutale Fallenstellsituation gegen zwei Söldner, sodass das total an Kevin Allein zu Haus erinnert. Da ist es dann auch kreativ, wie absurd das ist und wie schmerzerfüllt das ist. Aber das ist eben der Kern von diesem Film, was er gut kann. Weil wenn ich mir John Leguizamo anschaue, der hier einen gibt, der sich selbst Scrooge nennt, dann ist das so ein klares Abziehbild. Eine Ironie ist, dass er ja gerade auch in The Menu läuft. Und in The Menu spielt er einen Schauspieler, dessen Rollenwahl wahnsinnig schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass er die Figur aus The Menu ist, die hier in Violent Night eine Figur spielt. Also total merkwürdig. Und ich mag den grundsätzlich, aber das ist einfach zu wenig. Und dann diese gesamte Söldnertruppe ist super generisch und austauschbar. Da gibt es dann quasi so eine dunkle Masse, die im Grunde wie so Kanonenfutter herhalten muss. Dann noch einen Anführer und einen Psychopathen mit drin. Das war es dann aber auch. Das sind einfach so sehr, sehr belanglose Zutaten. Die Kameraarbeit, der Film spielt komplett bei Nacht, deswegen immer wieder sehr düster, sehr dunkel. Und auch wenn man irgendwie dieses reiche Haus der Familie schmückt, kommt nirgendwo eine ernsthafte Weihnachtsstimmung auf. Die Action, wie gesagt, zu Anfang sehr zerschnitten und dann hinten raus immer brutaler. Bei den Effekten muss ich auch sagen, Explosionen sahen nicht gut aus. Bei Feuer mal gut, mal nicht gut, aber dann auch immer wieder handgemacht. Das ganz schönes Auf und Ab. In der Musik arbeitet man sich so aus bekannten Musikstücken ab, die dann inhaltlich immer auch einen krassen Kontrast eigentlich zu dem abbilden, was wir gerade sehen, sodass dann so eine bittersüße Note entsteht. Das Szenenbild dieser Film ist zu 90% angesiedelt um dieses Anwesen der Familie Lightstone. Ist ansonsten Kostüm und Make-up entweder den Figuren so angepasst, den Charakteren, oder im Fall des Weihnachtsmanns ziemlich abgerockt. Muss ich am Ende sagen, wenn man der Gewalt mal freien Lauf lässt in Violent Night, dann ist das zumindest dann für eine Zielgruppe etwas, wo man Spaß haben kann im Kinosaal. Und da ist die Kreativität der Brutalität auch überzeugend immer wieder. Aber es dauert ewig, bis das passiert, und dann ist es irgendwie auch schon viel zu spät. Der Film ist viel zu vollgepackt mit unnötigen Dingen, wird dadurch zu lang. Er braucht viel zu lange, um in Fahrt zu kommen. Ist insgesamt wahnsinnig vorhersehbar und immer wieder auch gewollt cooler, als er wirklich ist. Und gerade noch wegen der kreativen Brutalität bin ich so bei 5 Punkten für ihn als Actionfilm. 4 bis 3,5 Punkten insgesamt. Und ich bin da jetzt mal noch ein bisschen gnädig und gebe ihm 4, weil es ein Film in der Vorweihnachtszeit ist. Aber 5 und 4 ist nun wirklich nicht viel. Und ich spüre A, den Zug nach unten, und B, dass ich den Film auch schnell vergessen werde. Also an dem Moment, wo ich die Review gerade drehe, habe ich ihn gestern Abend gesehen, und ja, über Enttäuschung ist so das große Gefühl, was so drüber bleibt. Schade. Den Trailer mochte ich, der war echt cool. Dann bin ich am Ende meiner Review zu Violent Night, ab morgen in den deutschen Kinos, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.